Heute Abend ab 18 Uhr Community Event 2019 twitch.tv/mikesf1channel. Einschalten. In der heutigen Newsfolge geht es um Infos zum 2020er Ferrari und Personal. McLaren bekommt einen neuen Simulator der dritten Generation. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Am 11. Februar 2020 ist es soweit. Der Nachfolger des SF90 wird in Maranello vorgestellt und es sind schon ein paar Daten bekannt, die ich euch mal aufzählen werde. Teamchef Mattia Binotto erklärte, dass es sich dabei um das Projekt 671 handle, der neue Bolide mehr Abtrieb und einen neuen Motor bekommt. Sie möchten mehr Abtrieb am Boliden erzielen, was bedeutet, dass sie dann auf den Geraden nicht mehr ganz so schnell sein werden, weil sie in den Kurven oft das Nachsehen hatten. Das soll gerade wegen den Reifen besser sein, wie man das bei den letzten Rennen gesehen hat. Kommen wir zum Motor. Die Struktur des 1,6 Liter V6 Motors wird geändert und die Zylinderköpfe erhalten eine Architekturänderung. 2019 wurde der Bolide am 15. Februar vorgestellt und der Grund, weshalb der neue Ferrari bereits so früh vorgestellt wird, liegt an den komplexen Testbenchmark-Läufe am Boliden und am Motor. Außerdem wird Ferrari am 8. Februar 2020 die 2021er Pirelli-Reifen testen. Zum Schluss noch ein paar Worte zum Lack. Fans von glänzendem Lack muss ich enttäuschen, denn er wird weiterhin matt bleiben und Pascal Wehrlein wird weiterhin die Rolle des Simulatorfahrers besetzen. Anfang Mai nächsten Jahres, also wenn die Formel 1 in Spanien zu Gast ist, wird Ferrari über die Fahrerbesetzung für 2021 entscheiden. Während Leclerc einen Vertrag bis einschließlich 2022 hat, sieht es bei Vettel anders aus. Seine Zukunft ist unklar und Ferrari will Leistungen von ihm sehen. Für Mick Schumacher käme der Ferrari 2021 noch zu früh und die Scuderia wolle auf erfahrene Piloten wie zum Beispiel Hamilton setzen. Stallorder soll es bei Ferrari vorerst nicht geben, beide Piloten haben freie Fahrt. Angeblich gibt es jetzt ein ganz wildes Gerücht, was im Netz kursiert. Es soll zwischen Vettel und McLaren bzw. Andreas Seidel Gespräche gegeben haben. Die beiden kennen sich seit 2006 bei Sauber BMW, wo Vettel Testfahrer war und Seidel dort Ingenieur. Das britische Traditionsteam wird ab 2020 einen Simulator der dritten Generation verwenden. Laut Technologiedirektor James Key wird dieser einen großen Schritt vorwärts im Vergleich zum 2019er machen. Grund für den Neubau ist wegen dem Erzielen von Fortschritten und möglicherweise auch wegen 2021 und der Einführung der Budgetobergrenze. McLaren hat gerade im Bereich der langsamen Kurven die größten Probleme, die sie lösen wollen. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich freue mich auf den neuen Ferrari und auch, dass einiges verändert wurde. Gerade in den Kurven waren die Italiener ja langsam und ich hoffe, dass sich das ändern wird. Was Vettel und McLaren angeht, ist es zwar ein wildes Gerücht, aber vorstellen kann ich mir das noch nicht wirklich. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Dan Niederer. Er schreibt, Alonso und Hulk 2021 in einem Team wäre mega. Die Frage lautet wohl eher, in welchem Team? Falls du das 2021er Campus-Team aus Spanien meinst, nee, das wird leider nichts, weil sie schon mit Wehrlein und Palou zwei Fahrer hätten. Sie sind zwei sehr erfahrene Piloten, aber solange es kein freies Team gibt, wird das mit den Comebacks leider nichts. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 18 Uhr auf Twitch. Bis dahin, ciao.